Agiler Entwicklungsprozess? Was ist das? Unter agilem Entwicklungsprozess verstehen wir bei FedChip die Art und Weise, auf die wir mit unseren Shop-Betreibern zusammenarbeiten. Im Prinzip eine moderne Form des Projektmanagements. Hierbei ist es unser Ziel, schnelle Umsetzungen und häufige Live-Schaltungen zu ermöglichen, aber dennoch Qualität und Planungssicherheit zu gewährleisten. Im Folgenden möchte ich den Prozess im Detail erläutern. Wir beginnen mit einigen Begriffsdefinitionen. Ticketsystem. Alle Aufgaben bei FedChip werden in einem zentralen Ticketsystem verwaltet. FedChip nutzt hierfür eine auf unsere Bedürfnisse angepasste Version des Bug-Trackers Mantis. Ticket. Ein Ticket symbolisiert immer eine bestimmte Aufgabe. Dies kann eine Erweiterung der eingesetzten Software, ein Bug oder ein Umbau sein. Tickets mit unübersichtlich großen Anforderungen werden in kleinere Teiltickets aufgeteilt. Ziel ist, dass ein Ticket innerhalb von 1 bis 2 Tagen abzuarbeiten ist. Sprint. Ein Sprint ist ein in sich abgeschlossener Entwicklungszyklus. Ein Sprint beginnt immer mit dem Sprint-Planungsmeeting, in dem die umzusetzenden Entwicklungen besprochen werden. Ein Sprint endet immer mit einer Live-Schaltung der umgesetzten Entwicklungen. Die Dauer eines Sprints kann variieren. Eine 2-wöchige Dauer hat sich in der Praxis bewährt, aber im einfachsten Fall ist es einfach der Zeitraum zwischen 2 Live-Schaltungen. Sprint Ready. Ein Ticket ist dann Sprint Ready, wenn alles dafür bereit ist, dass ein Ticket in die Umsetzung zu einem Entwickler gegeben werden kann. Nur wenn ein Ticket Sprint Ready ist, darf es im Sprint Planungsmeeting als im folgenden Sprint umzusetzen definiert werden. Die Details zur Sprint Readiness können von Ticket zu Ticket variieren. Übliche Voraussetzungen sind: Die Anforderung ist vollständig spezifiziert. Benötigte Third-Party-Module oder Drittsoftware liegt bereit. Alle benötigten Zugangsdaten zur Umsetzung stehen bereit. Und die Abrechnung des entstehenden Aufwands ist geklärt. Dies als Beispiele. Die Sprint-Readiness ist unabhängig von der Priorität eines Tickets. Selbst ein extrem dringendes und wichtiges Ticket kann nicht in die Umsetzung gehen, bevor es Sprint-Ready ist. Gehen wir nun also davon aus, dass wir einen Online-Shop haben, der bei FedChip weiterentwickelt wird. Hierfür gibt es den Shopbetreiber oder Shopmanager, der auf Kundenseite verantwortlich ist. Außerdem gibt es auf FedChip-Seite einen Projektleiter. Im agilen Entwicklungsprozess gehen wir nun nach einer festgelegten, immer wiederkehrenden Reihenfolge vor. Dieser Prozess beginnt damit, dass es neue Anforderungen Der Shopbetreiber erstellt einige Tickets mit neuen Funktionswünschen oder Bugs verschiedenster Art. Diese werden zuerst einmal mit dem Status Neu im Ticketsystem angelegt. Nun sichtet der FedChip-Projektleiter die neuen Tickets. Diejenigen Tickets, die bereits so weit spezifiziert sind, dass sie direkt umgesetzt werden können, setzt er auf den Status Sprint Ready. Die übrigen Tickets, bei denen weitere Spezifikation notwendig ist, setzt er auf den Status Spezifikation und kümmert sich im weiteren Verlauf darum, diese Tickets so weit zu klären, dass auch diese irgendwann Sprint-Ready werden. Nun folgt das Sprint-Planungsmeeting. Hierbei legen Projektleiter und Shopbetreiber gemeinsam zuerst den nächsten Live-Schaltungstermin, also das Sprintende, fest. Dieser Termin wird als neue Version im Ticketsystem angelegt. Anschließend besprechen Sie, welche Tickets bis zum festgelegten Termin umgesetzt werden sollen. Hierbei sind ausschließlich Tickets mit dem Status Sprint Ready in die Umsetzung zu nehmen. Diejenigen Tickets, die nun umgesetzt werden, erhalten im Ticketsystem das Live-Schaltungsdatum als Version zur Kennzeichnung.
Jetzt folgt die zweite Phase des Sprints, die Entwicklung. Die Phase nimmt den größten zeitlichen Anteil des Sprints ein. Tickets werden, sobald sie tatsächlich bearbeitet werden, auf den Status Bearbeitung gesetzt. Sobald ein Ticket fertig entwickelt ist und auf dem Stage-Server zur Verfügung steht, erhält das Ticket den Status Freigabe. Etwa 2 Tage vor dem geplanten Live-Schaltungstermin sollten alle Tickets, die für den Sprint definiert wurden, diesen Status haben. Denn jetzt beginnt die dritte Phase des Sprints, die Testphase. Hier werden alle Tickets überprüft und der gesamte Shop noch einmal darauf getestet, ob Nebeneffekte oder versteckte Fehler auftreten. Treten Probleme auf, müssen diese kurzfristig gelöst werden, sodass der Live-Schaltungstermin nicht gefährdet ist. Entsprechende Tickets werden wieder in den Status Bearbeitung gesetzt. Daher ist es umso besser, je früher die Testphase begonnen werden kann. Tickets, die erfolgreich auf Stage getestet wurden, erhalten den Status Live-Schaltung. Am Ende eines Sprints sollte es also keine Tickets mehr mit Status Bearbeitung oder Freigabe geben. Die vierte und letzte Phase des Sprints, die Live-Schaltung, kann jetzt pünktlich wie geplant am vereinbarten Live-Schaltungstermin durchgeführt werden. Alle live geschalteten Tickets erhalten den Status Endabnahme und können noch einmal final im Live-Shop getestet werden. Danach werden sie geschlossen. Optimalerweise hat der Projektleiter zwischenzeitlich möglichst viele der neuen Anforderungen oder Tickets in Spezifikationen sprintready gemacht. So kann der Kreislauf am Tag nach der Live-Schaltung von neuem mit dem nächsten Sprint-Meeting beginnen. Abschließend möchte ich noch einmal die Vorteile dieser Vorgehensweise zusammenfassen. Erstens, regelmäßige Live-Schaltungstermine schaffen Planbarkeit. Zweitens, dennoch erlaubt die Vorgehensweise kurzfristige agile Priorisierung von Tickets, es wird nämlich nur für die aktuelle Sprintlänge vorausgeplant. Drittens, die dringende Voraussetzung der Sprint-Readiness für ein Ticket, um in einem Sprint bearbeitet zu werden, stellt sicher, dass es auch bis zum geplanten Live-Schaltungstermin fertig wird. Und viertens, das gebündelte Testen und Live-Schalten eines gesamten definierten Projektstandes im Gegensatz zu einzelnen Tickets bringt fehlerfreiere Live-Systeme und spart Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen.